Ein neues Shiny-Event ist in Pokémon Schwert und Schild gestartet und dieses Wochenende dreht sich alles um das allseits beliebte Schaf Wolli. Mein Name ist Tim und in diesem Video werde ich euch alles über das neue Shiny-Event erzählen und euch wie immer noch mal ein paar Tipps geben, wie ihr am besten hier auf dieses Shiny hinarbeiten könnt. Also, los geht's! Als erstes schauen wir uns das Event mal wieder so in der Übersicht an. Das hier ist die Tabelle von Serebii, die findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung und wir sehen, alles ist hier voll mit dem flauschigen Wollschaf. Also in allen 1-Sterne-Raids werdet ihr in den Event-Raids garantiert Wolli finden. In den 2-Sterne-Raids kommt dann noch dessen Entwicklung Zwolloc dazu, da könnt ihr beide finden. Dasselbe gilt auch für die 3- und 4-Sterne-Raids. Und dann natürlich wie immer die interessanteste Sparte, die 5-Sterne-Raids. Da gibt es dann noch eine 2%-Chance, ein Shiny-Wolli zu finden. Und Shiny-Wolli finde ich persönlich tatsächlich ziemlich nice. Das war das erste Shiny-Pokémon, welches ich in Pokémon Schwert und Schild selber geshiny-huntet habe. Deswegen mal für mich so eine schöne Hommage an die frühen Schwert- und Schild-Zeiten tatsächlich. Und ist auch an sich meiner Meinung nach eines der besten Shinies in diesem Spiel. Um das Event herunterzuladen, läuft es wie immer ab. Ihr geht hier einmal im Menü auf den Punkt Geheimgeschenk und dann auf Neuigkeiten aus der Naturzone erhalten. Dann wird das neue Update heruntergeladen, ihr braucht dafür kein Nintendo Switch Online, ihr braucht dafür keine DLCs und dann könnt ihr in allen roten Raids der Naturzone und der DLC-Gebiete auf ein Event-Raid treffen. So, wenn ihr hier seht, das letzte Update ist vom 21.05., dann hat es funktioniert. Das Event läuft auch wieder mal nur dieses Wochenende, also von heute, dem 21. Mai, bis einschließlich Sonntag, den 23. Mai. So, und sobald ihr das Update heruntergeladen habt, könnt ihr wie gesagt in allen roten Raids hier ein Wolli finden. Wie immer nicht in den violetten Raids. Das bedeutet, ihr könnt einfach mal schauen, ob ihr hier in irgendeinem dieser Raids einen Wolli findet. Hier haben wir zum Beispiel einen Stolrak. In diesen Raids kann kein Shiny Wolli auftauchen. Das bedeutet, wir müssen weitersuchen, bis wir einen gefunden haben. Und ich schieb mich mal kurz hier rechts rüber, weil ich gesehen habe, dass ich die ganze Zeit die Pokémon blockiere. Und wie immer empfehle ich auch dabei, dass ihr Wunschbrocken benutzt, um die Raids herzustellen, denn dadurch könnt ihr auch bei Bedarf eure Raids resetten. Wenn ihr das ohne Wunschbrocken machen würdet, würden die danach wieder verschwinden, aber mehr dazu gleich nochmal. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel ein 3-Sterne-Volley-Raid. Allerdings ist ja die erhöhte Shiny-Chance nur bei den 5-Sterne-Raids. Das heißt, wir müssen den Raid jetzt wieder mal resetten, bis wir einen 5-Sterne-Volley-Raid haben. Dafür gehen wir wieder mal hier auf die Mitspielersuche. Und dann ins Home-Menü auf Systemeinstellungen, auf Konsole, Datum und Uhrzeit. Und dann stellen wir das Datum der Konsole einfach mal einen Tag vor, verlassen den Raid wieder, brechen die Mitspielersuche ab. Und dann wurde der Raid resettet. Wir können nochmal damit interagieren und haben ein 5-Sterne-Volley-Raid. Perfekt. Wie immer, falls ihr diese Reset-Methode noch nicht kennt, klickt einmal gerne hier oben auf das i. Da kommt ihr zu einem deutlich ausführlicheren Video dazu. Und wie immer empfehle ich euch, bevor ihr dann einen 5-Sterne-Volley-Raid macht, wo ihr dann euer potenzielles Shiny drin sein kann, speichert auf jeden Fall einmal vorher ab. Denn falls euer Pokémon aus dem Ball ausbrechen sollte, könnt ihr einfach das Spiel neu starten und habt garantiert wieder ein Shiny Wolli vor euch. Es wäre halt super ärgerlich, wenn es einfach abhauen würde. Ich würde sagen, wir wagen einfach mal den Versuch und schauen, ob wir hier direkt ein Shiny Wolli für uns finden. Los geht's. Und oh mein Gott, es ist zum ersten Mal passiert. Zum ersten Mal in einem dieser Event-Videos. Ich mache die seit über einem Jahr und noch nie ist es passiert, dass ich direkt beim ersten Versuch im Video hier ein Shiny gefunden habe. Wow, das ist absolut großartig. Ich bin begeistert. Ihr könnt dann natürlich auch den Raid für eure Freunde hosten, ne, nach Mitspielern suchen, alles wie gewohnt. Und ja, wie gesagt, ihr habt das ganze Wochenende Zeit hier nach dem Wolli zu suchen. Und wenn das Wolli hier jetzt ausbrechen sollte, dann sieht man wieder, warum es eigentlich doch sehr gut ist, dass man vor den Raids einmal speichert. So, Wolli ist endlich mal bezwungen. Ich muss sagen, das hat viel, viel länger gedauert, als es hätte dauern dürfen. So, normalerweise habt ihr bei den Event-Raids nämlich tatsächlich keine garantierte Catch-Rate, auch nicht, wenn ihr den Raid hostet, deswegen ja, gehe ich bei diesen Raids in der Regel, wenn es schnell gehen soll, immer entweder auf den Wieder- oder auf den Finsterball. Die sind beide auf jeden Fall in den Dynamax-Abenteuern sehr zu empfehlen. Der Wiederball natürlich nur, wenn ihr das Pokémon vorher schon mal gefangen habt. Ich hatte schon mal einen Wolli. Ich hatte auch vorher schon mal einen Shiny-Wolli. Deswegen gönnen wir uns hier den Wiederball. Und hoffentlich fangen wir es direkt beim ersten Versuch ein. Das wäre
tatsächlich ziemlich großartig. Und es hat funktioniert, perfekt. So, damit haben wir unser Shiny Volley für dieses Event abgeholt. Ihr könnt natürlich nur noch einen zweiten, dritten oder vierten Shiny Volley suchen, gar keine Frage. Mir reicht hier dieses eine und ja, ich bin sehr zufrieden damit. Wow, und das Volley hat einfach 6x31 die Faust, also einfach alle Werte perfekt. Ich bin ein bisschen begeistert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses kleine Update-Video zum neuen Shiny-Event weitergeholfen hat. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Events in Pokémon Schwert und Schild zu verpassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und ich wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg dieses Wochenende bei eurer Shiny-Volley-Jagd. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.